Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Passend zu Halloween gibt's heute noch ein Ghost Trick Deck. Diesmal von Mr. Tobel. Witzigerweise fast genau die Ratschläge, die wir beim letzten Deck bemängelt haben. Ich habe eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr. Wieso? Ich muss sagen, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Wieso? Das ist. Wieso? Wir spielen doch gerade so nein. Wir setzen jetzt die hier. Dann setzen wir den hier. Und go. Ja, nein, okay. die Book of Eclipse könnten wir theoretisch noch dazu setzen. Ja. Twin Twist, das ist halt so eine Sache. Ach, du weißt was, wenn er das macht, ist mir das eigentlich egal. Eigentlich ist der Plan, dass er go sagt. Ja. Natürlich hätte man jetzt normalerweise die Menschen aktiviert, aber nicht wenn. Nicht wenn der Psyframe spielt. Nicht wenn der Psyframe spielt, wenn den Fieldspell draußen hat. Ich will dem keinen Free Omega geben, das muss gar nicht sein. Zumindest nicht, bis wir irgendein Nein ziehen. Also noch ein Nein. Machen wir den Jiangshi überhaupt oder pass mal einfach? Ich würde sagen, wir sagen einfach go. Soll der doch was machen? Ja. Wir haben weniger Karten auf der Hand, der musst du erst auch wegschmeißen. Ich hab gar keinen Bock, dass der da nur, weil er gut eröffnet, uns drei Omegas baut. Floodgate, das wäre was. Ja. Ist hier nämlich drin. Panic ist ein Anfang. Ja. Kein guter, aber es ist ein Anfang. Was kommt jetzt? Die Verdeckte wird die Psyframe-Fallenkarte senden, die kann er aktivieren, weil sie permanent ist. Ja, aber. Warum will er das jetzt machen? Keine Ahnung. Na? Machst du es oder machst du es nicht? Also wenn es ein Twin-Twister ist, dann gäbe es eigentlich kein Argument, es nicht zu machen. Ja, wenn es ein Twin-Twister ist, hätte er den auch vorher schon einfach so machen können. Hätte nicht auf unser Zug warten müssen. Oder wohl, ich glaube, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, wenn da jetzt ein Twin-Twister liegt, würde ich den nicht machen. Weil, warum? Warum sollte er jetzt zwei unserer Backrow clearen, wenn er eh nicht vorhat, irgendwas zu machen, um in unsere Backrow reinzulatschen? Also kann das auch einfach gleich bleiben lassen. Außer er geht davon aus, dass wir eine Warning lieben haben, aber dann wäre wiederum die Wahrscheinlichkeit nur bei 66%, dass er die Warning sniped. Kannst du mal kurz Kartenmarke aufmachen? Warum? Entweder und ein amerikanisches oder europäisches Splash-Art vom Book of Eclipse raussuchen. Ich will was Warum? Wissen. Ich will was wissen. Kann auch Yu-Gi-Oh! Wiki sein. Ich will einfach ein europäisches oder amerikanisches Splash-Art von der Karte sehen. Ja, sieht so aus, wie es da aufgedruckt ist. Warum? Also, Buchrücken auch rechts. Ja? Okay. Egal von wo. Battle Pack, Astral Pack oder The Astral Pack oder The Duelist Genesis. Das ist völlig egal. Wasserdeck. Jetzt hat er gerade ein Monster. Also, ja, natürlich verdecken wir ihm das. Wenn er ein Monster hat, dann darf er seine ganzen Viecher nicht machen. Jetzt kommt das Psyframe-Viech, das Faltkartenblock. Das wäre jetzt die Krönung. Das kann er nicht. Ach stimmt, er hat ja Monster. Eben deswegen, ja, wir bucken ihm das jetzt zu und verbauen ihm damit alles. Okay, jetzt kann er... Jetzt kann er reagieren. Jetzt kann er sein eigenes Ding verbannen. Oder so. Das ist aber okay. Nicht, dass er das hätte er eh machen können. Ja, dagegen hätte er eh nichts machen können. Gut, es ist jetzt ein bisschen langweilig, dass es ausgerechnet einen Jiangshi hittet. Trotzdem. Also, wir hätten das Book of Eclipse anketten können. Mit welchem Ziel? Dass es sein Ding zugebockt wird und er es nicht wegtributen kann. Einfach nur, damit es auf dem Board liegen bleibt. Achso, ja gut. Was will der jetzt noch? Was will der noch machen? Keine Ahnung. Machen wir es jetzt. Mhm. Der kann mich mal.
In dem Fall greift nicht die Zugspielerinitiative. Nee, weil wir immer noch auf dem Trigger sind, dass seine Falle aktiviert ist. Nee, in dem Fall ist das, gerade die Kette wurde ausgeführt, jetzt könnt ihr Schnelleffekte machen, wenn ihr wollt. Schiene. Deswegen habe ich extra A gedrückt. Ihr sollt nicht mal wieder ein Leistungskursvideo machen. Haben wir schon eins zur Zugspielerinitiative gemacht? Ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. So, und jetzt liest du bitte noch den Effekt vom Card KD durch, damit ich noch richtig. Er kann das Tribut anbieten, den Zug beenden und dann zwei Karten ziehen. Okay, aber jetzt kann das nämlich nicht mehr wegtributen. Er kann es nur während der Mindphase machen, in der er normal beschworen wurde. So, das heißt, das Ding liegt da jetzt für immer und ewig. Bis wir es kaputt machen. Bis er eine Karte abschmeißt, um es zu verbannen. Oder muss er eine Karte schmeißen, die der Gegner Gott holt? Nee. Eine Karte, okay. Aber er muss eine Karte verbannen dafür. Ja, er muss eine Karte abschmeißen, um. So, und weil jetzt ein Monster von ihm liegt, können wir völlig safe die Villa aktivieren. Ja. Die Swords of God's Healing Light können wir uns schenken. Jetzt können wir einfach Go sagen. Trotzdem würde ich seine Falle gerne in naher Zukunft loswerden, weil die geht nämlich sonst ziemlich auf den Sack. Kommt drauf an. An sich geht's hier neutral. Ja, und wir traden immer Karte für Karte. Ja, aber was hat er eigentlich weggeschmissen? Ein Alpha. Ja, aber trotzdem nervt halt, weil uns alles wirklich verbannen kann. Ja, fürs Erste kann er aber nichts tun und wir können nichts tun. Also fürs Erste. Ja, unterstützt, wir wollen auch nichts tun. Ja. Doch, wir wollen was tun. Bessere Karten ziehen. Ich gebe zu, das entsprach jetzt nicht ganz meiner Erwartungshaltung. So, funktioniert das? Jack Frost oder Mary? Ich wäre für Mary. Wir kriegen eh nur halben Schaden. Ja. Gut, so wird das Card KD natürlich los. So, dann holen wir jetzt den Jiangshi. Ja, den er jetzt sofort wieder banishen wird. Aber es ist wieder, wie du gesagt hast, 9-2-1 Trade. Und wir versiegeln ihm dann sein Viech mit den Swords of Concealing Light. LOL, macht er halt nicht. Okay, dann allererste Aktion, die wir jetzt machen, ist das Ding aufdecken. Ja. Dann dürfen wir schon mal was suchen. So, und wir suchen uns die nächste Spectre, Mary, oder? Oder nächste Mary. Ja, stimmt, Mary ist besser. So, dann würde ich sagen, machen wir mal Swords of Concealing Light, damit er gar nicht erst auf die dumme Idee kommt, nächste Runde noch einen Tuner daneben zu normeln und einen Omega auf die Art zu basteln. Sorry, ich habe gerade auch kurz auf WhatsApp schauen müssen. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, jetzt aktivieren wir Swords of Concealing Light, damit er gar nicht erst auf die dumme Idee kommt. Hast du gerade das W in Sword ausgesprochen? Nee, eigentlich nicht. Klang nämlich ziemlich so. Die Aufnahme sei mein Zeuge. Ah, oh. Ja, das funktioniert. Oh, das geht. Oh. Wenn er jetzt mitdenkt, hat er nicht die Schwerter. Er muss eigentlich sein Target wählen. Ah, okay. Ja. Ach, der ist doch eine Bitch. Dann go, würde ich sagen. Oder wir. Nee, warum? Ja, go. Das Gute ist, kein Board mehr. Das Gute ist, dass die Schwerter nicht die Zone verbauen, weil die in zwei Zügen ja eh abhauen. Oder tun die das überhaupt, wenn die so gespielt wurden? Ja, tun sie gut. Da würde ich sagen, setzen wir mal die Puppe. Ja. Die Falle, da nervt halt echt ein bisschen. Mhm. Dass er es halt jeden Zug machen kann. Und wir ziehen halt auch nichts, um die loszuwerden. Warum auch? Dann darf er sich nochmal was suchen, wenn wir die loswerden. Ist trotzdem besser als jetzt. Außerdem könnte er den Trap Removal ja
könnte er den Trap-Remover, den wir ziehen, ja mit dem Psyframe annullieren. Er muss natürlich schon ein bisschen intelligent spielen, das ist schon klar. Ist das aktiviert, ist aber weiter auch was. Scheißen oder runter vom Pott. Wobei für letzteres ist es jetzt schon ein bisschen spät, weil er die Karte aktiviert. Danke. Oh, nächster Driver. Ja, der wird eine Gespürzone haben. Gott, das Duell zieht sich. Ich habe eigentlich noch was vor heute. Ja. Ja, go. Ja. Problem ist, den Anstartwettbewerb verlieren wir, weil wir weniger Karten im Deck haben. Ja, mei. Einmal haben wir mit Ghost Trick, denke ich, tatsächlich Deckout gespielt, ne? Ja, aber da hatten wir auch diesen komischen Sensenmann im Deck. Richtig. Ich kann nicht setzen, das habe ich davon. Aber das will ich eh nur wieder. Dann setzen wir doch jetzt den Spectre. Ja, weil der wird eh nichts im Kampf zerstören von uns. Mhm. Yu-Gi-Oh! Ist das Regel wie der Fatigue in Hearthstone. Der Rolltop. Wir können den Spectre auch angreifen, weil wieso nicht? Gegen Angriffe? Mhm. Gegen Angriffe, ich meine. Kann er uns einen Omega bauen. Ja, aber wenn er uns in unserem Zug einen Omega baut, ist es ja relativ wurscht, solange wir die Swords of Concealing Light haben. Hä? Der haut einen Response ab. Ja. Wenn er einen Omega holt, dann haben wir eine Aktion free, weil dann hat er was auf dem Feld. Ich kann es doch bleiben lassen. Ja, ne, wir greifen jetzt schon an. Na also. Oh, er nimmt die 600. Wir verdecken es, glaube ich, nicht mal, weil es eine Effektaktivierung wäre. Ja, nee, brauchen wir nicht. Ich hab eigentlich doch was vor. Ja und? Toll. Hä? Achso, damit er nichts abschmeißen muss. Dass er was abschmeißen müsste. Hashtag ProPlays. Nein, jetzt ergibt's keinen Sinn mehr. Mhm. Dass er die Karte dann auch verdeckt verbannen muss. Er hatte keinen Bock mehr. Also ich hab das jetzt eiskalt fertig gespielt, mir wäre das wurscht gewesen. Ja, mir auch. Also, das werde ich jetzt als Sieg, da sehe ich nix. Nee, also ich hätte das jetzt 1A runtergespielt, das ist doch mir wurscht. Weil ich meine, wenn man Psyframe spielt, darf man sich nicht beschweren, wenn der Gegner sowas wie Ghost Trick spielt. Also nichts für ungut. Ja, echt mal. Und ich hätte jetzt wirklich auch konstant weiter nichts gemacht. Ja, halt mit dem Spectre angegriffen. Ja, ja. Vielleicht zwischen... Nö. Einfach mit dem Spectre, Ja, und sobald er was macht, dann ausrasten. Richtig. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. Ein paar Fehler, die ich nicht leiten kann. So, da sind wir wieder. Wir haben dreimal den Terrorkreisel, einen Taketon Borg, dreimal Jiangshi, zweimal die Nekomusume, zweimal die Puppe, zweimal Nekomusume. Das zweite U wird nur halb ausgesprochen von Musume. Das heißt, so glaub mir. Okay. Zweimal Jack Frost. Das wird nicht komplett nicht ausgesprochen, aber es wird so halb ausgesprochen. Manche sagen auch einfach nur Musume. Egal. Dreimal Lantern. Zweimal Spectre, zweimal Mary, dreimal Duality, zweimal den Typhoon, zweimal Buch der Verfinsterung, zweimal Concealing, dreimal Villa, zweimal Quaking, zweimal Floodgate, zweimal Scare und zweimal Knight. Extra Deck haben wir ein Digital Bug, wie heißt der? Kernkohlweiß? Korbage, oh Gott. Dreimal den Spoiled Angel, einen Totempfogel, einen Grampulse, einen Gigabrillanten, dreimal Alucard, einen So Cute Boss, Dullahan dreimal und eine
Utopic Future. Und ja, also, wie gesagt, es wurde witzigerweise vieles von dem gemacht, was wir im letzten Ghost Recon bemängelt haben. Ein Taketon Borg, wobei, das ist eigentlich Standard. Aber ein paar Sachen wurden auch nicht... Ich werfe jetzt natürlich nicht vor, dass der nichts gemacht hat, was wir in der Folge davor, wo er das Deck bereits eingeschickt hatte, bemängelt haben, ne? Ist klar. Aber, also dreimal... Also, die Nekomusma oder wie auch immer man die ausspricht, ist keine so gute Karte. Und wieder ist ja kein, in Anführungszeichen, Power-Creep drin. Also, wirklich ein großes Anführungszeichen, aber du weißt, was ich meine. Ja, Stein und so. Dann die Nacht ist nicht gut. Und das Buch der Verfinsterung ist zwar ganz nett, aber es ist halt so, die, das brauchst Flat du nicht. Das, ich meine, das Flat, das Buch der Verfinsterung verdeckt ein Zug lang. Und lässt den Gegner Karten ziehen. Lädt den Gegner Karten ziehen und deckt ihn in der Phase wieder auf. Concealing Light, Floodgate und Mirror Force verdecken und versiegeln. Concealing so halb, die anderen zwei endgültig. Ja, klar spielt man teilweise in heutigen Decks Book of Eclipse Main Deck, um halt dem Gegner nervige Sachen zuzubucken und da drüber zu latschen. Das ist schon richtig, das hat aber einen ganz anderen Grund. Oder ein anderes Konzept, nämlich nicht das Ghostwick-Konzept. Das Ghostwick will ja die Karten verdecken, damit die dann verdeckt liegen bleiben, damit man die dann ignorieren kann. Und nicht, um sie zu verdecken, damit sie dir nicht dazwischen funken können, damit du den Gegner dann umbringen kannst. Und Klammer auf, das ist hier nicht der Sinn der Sache. Wenn man die mit der Quaking und der Floodgate versiegelt, dann braucht man auch die Nächte nicht mehr. Eben, deswegen sind auch die Nächte nicht gut. Oder die Nacht. Ich werde halt Nächte, weil das mehrere Karten sind. Ja. Ja. Also, die Karte ist nicht so doll. Ja. Side Deck, was haben wir denn? Vanishing ist gut. Das ist eine Sache, die man sich überlegt hat, ne? Nehme ich mal an, das ist ein. Ja, eben. Also, Vanishing muss rein. Ja, das hat Vanishing sollte rein. Das dritte Flag geht so wie. Also, überhaupt. Dreimal. Einfach wegen fick dich und nochmal fick dich. Richtig. Ja. Strike und Warnung? Ich bin, muss ich ehrlich sagen, kein so großer Freund vom Duality. Ich würde lieber Lore of Darkness spielen. Mhm, weil ich meine, du hast so viele Finsternismonster, die du nicht alle brauchst. Ja. Hier die 4, du rein, ja. Ja, kann man, denke ich, schon mal machen. Mhm. Auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt nötig hat. Mal, muss man sehen. Ja. Aber ja, ja, ist an sich ein solides Deck. Digital Bug, warum nicht? Der ist halt echt ein Bastard, weil er die Monster wieder ins Deck mischen kann. Und ich meine, das Deck ist sowieso schon so. Da kann man das auch noch voll rein tun. Ja, ich spiele den auch in BA. Der ist großartig. Er legt Monster in Death und dann. Und sowohl in BA als auch hier kriegst du seinen anderen Effekt auch sehr gut getriggert, weil du hier Monster drin hast, die automatisch ihre Kampfposition ändern und dann kannst du. Oh ja. Oder die halt ihre Kampfposition ändern und dann kannst du halt den Gigabrillanten immer wieder dranhängen und den Effekt immer wieder machen. Was halt voll gut ist. Hab extra Deck gehst du auf, ich will zu meckern. Das extra Deck ist an sich echt gut. Mhm. Ich würde halt einen Breaksword reintun. Weil hier stand jetzt nicht von der ML-Deck in der Mail, glaube ich. Sekunde, ich guck kurz. Man kann okay, statt nicht, sondern mehr L-Deck in der Mail. Ansonsten, ja. Also wie gesagt, Ankotz, muss dreimal rein, das hier schenkt dir und hier stattdessen eine Allure. Nico muss mir das bleiben, auch wenn es eine Kombi mit dem Speedroids ist. Tu stattdessen lieber noch einen Stein rein und Dingens hier, wie heißt Mumie war das? Und doch, das ist ein L-Deck. Echt? Lass ich es überlesen. Moment, kurz. BD Ghost das Halloween Deck in Klammern RL. Moment, cut. Okay, ich hab's überlesen, es ist ein RL Deck, gut. Aber trotzdem, wenn du schon zwei Flat gehst, hast du das dritte in der Ziel verlangt, behaupte ich mal. Und ja. Was hab ich gesagt? Stein, Mumie und was war das letzte? Ghoul? Ja, müsste ein Ghoul gewesen sein. Ein Ghoul und zwei Steine oder sowas. Irgendwie sowas, genau. Ja. Oder ist das eigentlich Steine oder Steins, wenn es von Frankenstein kommt? Steins eigentlich. Zwei Steins, nicht zwei Steine. Ja, weil es von Frankenstein kommt. Ja, also dann zwei Steins. Und zwei Ghule. Oh ne, zwei Steins, ein Ghul, genau so. Statt dem Nekomusme. Ja. Ja. Und dann kann man das so. Ah ja, und die Nacht noch raus. Und dann kann man das so anbieten. Denke ich schon.
Warte, jetzt habe ich eine Karte zu wenig gehabt, oder? Warte, wenn man zwei Nächte. Also für die drei hier kommen drei Allures rein, das passt. Die zwei und die zwei fliegen raus, dafür 1, 2, 3, 4 rein. Ja doch, geht genau auf. Weil man für die zwei Nekomus nochmal zwei und dafür drei rein, dann ja. Knoten im Hirn, aber ja. Woher braucht man drei Jack-O-Lanterns? Und jetzt ist ja nur Lantern. Trotzdem braucht man dreimal Lantern. Ja, schon. Ja. Ja. Ich habe überlegt, ob vielleicht noch ist schon nicht schlecht. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht noch eine Warning reinquetschen soll, aber man hat auch genug Nines, also. Ja, wie gesagt, das, was ich eben gesagt habe. Raus. Ersetzen durch Allure. Raus, raus. Dreimal rein, dreimal rein, dreimal rein. Zwei Steins, ein Ghoul. Mhm. Danke, das Deck so wie es ist. 10 Punkte. Ghost Trick ist wunderbarer Ankotz und passt zu Halloween. Paar kleine Mängel, aber wie gesagt, an dem Deck ist schon ziemlich viel richtig gemacht worden. Ja. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.